Herzlich willkommen zu einem neuen Advantage We Players Talk. Advantage We, eine vom Deutschen Tennisbund und engagierten Tennisprofis ins Leben gerufene Hilfsaktion. Sie können mit Ihren Spenden sowohl soziale Organisationen unterstützen, als auch Tennisvereine, die durch die Corona-Krise in Mitleidenschaft gezogen wurden und jetzt dagegen ankämpfen. Heute bei uns zu Gast, und da freue ich mich sehr drauf, Jannik Hanfmann. Jannik ist auf Position 140 in der Weltrangliste, war aber schon die Nummer 99 in der Weltrangliste, ein absoluter deutscher Topspieler. Jannik, wie hast du die Corona-Zeit für dich persönlich erlebt? Also bis jetzt hierhin noch ganz in Ordnung, würde ich sagen. Also ich hatte echt eine relativ schöne Anfangszeit für mich persönlich. Ich weiß, dass es in der Welt nicht ganz so schön aussah, aber ja, der Tenniszirkus, du kennst ihn auch gut. Ja, das ist rumreisen und nie zu Hause sein, aus dem Koffer leben. Und naja, da war dann so die erste Phase. Ich glaube, ich war 4 oder 5 Wochen komplett zu Hause bei den Eltern. Meine Freundin hat sich entschieden, auch bei mir zu bleiben. Und dann war das für mich erstmal schön, ne? Und ja, dann so langsam wurde es dann ein bisschen klarer, das Bild. So, okay, das könnte eine ganze Weile andauern. Wir hatten dann das Glück, dass wir trainieren durften in der, ich glaube, 5. oder 6. Woche, nachdem es so angefangen hat, es war so Mitte April oder sowas. Dann durfte ich wieder nach Oberhaching zum Trainieren. Und ja, das war schön. Es war ein kurzer Tapetenwechsel und da habe ich mich dann immer gefreut. Ne? Kurz mal in der Base trainiert, dann wieder zu Hause gewesen. Also ja, bisher war das in Ordnung für mich, aber so langsam fängt dann so ein bisschen das Hufescharren an. So, okay, wann können wir denn wieder spielen? Und ja, in unserer kleinen Tenniswelt ist es dann immer so, wir wollen spielen, spielen, spielen. Aber im Großen und Ganzen muss man dann schon sehen, okay, uns geht es erstmal gut, wir haben keine Existenzsorgen. Und da gibt es andere, die haben es viel schlimmer getroffen. Von daher. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück am Anfang vom Lockdown. Hast du für dich vielleicht neue Interessen entwickelt oder hast mal Sachen ausprobiert, zu denen du sonst keine Zeit hast? Oder vielleicht auch ja, Sachen, die du jetzt auch weiterhin machen wirst? Ja, eigentlich gerne weitermachen würde. Ich hatte dann auch so eine Yoga-Challenge mit meiner Freundin. Wir haben dann so 2,5, 3 Wochen lang haben wir Yoga gemacht, fast jeden Tag. Und das war eigentlich cool. Und dann kam wieder das Tennis so ins Bild und ist dann wieder das Yoga ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber das war eigentlich schön. Und generell, ich habe mehr Bücher gelesen. Ich bin viel mal so einfach mal spazieren gegangen im Wald oder immer joggen gewesen. So. Ja, das waren viele Sachen, die so ein bisschen einfach schön waren, mal ein bisschen wegzukommen von dem alltäglichen Tennisrhythmus und vom Reisen und sowas. Das war echt in Ordnung. Und jetzt, dadurch, dass wir jetzt hier die Turnierserie haben, fängt so wieder so ein bisschen so das Tennisleben wieder an. Aber ich versuche dann schon manchmal wieder, hey, da erinnere dich dran, da waren so ein paar Wochen, wo du mal ein bisschen weggekommen bist. Und das war eigentlich auch ganz schön. Du hast die Turnierserie schon angesprochen, da sprechen wir gleich drüber. Aber hast du vielleicht einen Tipp an Hobbysportler, die zuschauen, an Hobbytennisspieler, wie man aus diesem langen Lockdown, aus dieser langen Pause am besten wieder reinstartet? Ja, ist ja immer so ein bisschen, okay, was für ein Hobbyspieler bist du? Bist du jetzt jemand, der jetzt die ganze Zeit gar nicht spielen konnte, und bist du jemand, der die ganze Zeit spielen will? Ich meine, wir sind Profi-Tennisspieler. Ja. Bei uns ist es so, wir müssen in Anführungsstrichen, aber wir wollen natürlich auch. Und ich würde mal sagen, also als Hobbyspieler jede Möglichkeit nutzen. Ich meine, wir sitzen hier bei Sonne, wir können hier auch sehen im Hintergrund, sieht man vielleicht ein bisschen, sind ein paar Leute, die es jetzt ausnutzen. Und ich glaube, in dieser Zeit, wo Tennis jetzt wieder erlaubt ist, geht raus und spielt Tennis. Und wenn es da mal ein bisschen zu viel ist vielleicht auch, dann gerne auch die anderen Dinge genießen. Ja. Du hast ja schon angesprochen, die Turnierserie vom Deutschen Tennisbund und auch von Advantage We ja mit organisiert und unterstützt. Wie wichtig ist es, wieder Wettkampftennis zu spielen? Wie sind die ersten Eindrücke für dich? Ja, wichtig, weiß ich jetzt nicht, aber es macht auf jeden Fall riesen Spaß. Also für uns ist es, ja, das ist unser Leben so fast schon, ne? unser Profileben. Und da gibt es jetzt ganz viele Spieler, die jetzt einfach die Chance wieder haben, hey, wir können wieder ein bisschen spielen, wir haben Wettbewerb. Also das, was mir am meisten persönlich gefehlt hat, war der Wettbewerb. Das war so dieses auf dem Platz stehen, genauso wie heute wieder, auf dem Platz stehen, versuchen Lösungen zu finden und sich zu messen mit Leuten, die man auch gut kennt. Ja, das ist auch immer eine Challenge und extrem wichtig. Also wir haben da, glaube ich, echt viel Spaß dran. Die letzten 4 Tage, das waren ein paar Competitive Matches und ja, mir hat es auch wieder so gezeigt, okay, hey, Tennis, das macht einfach auch Spaß. Und
ja, das hast du einfach nicht, wenn du nicht diese Turniere spielst. Und deswegen ja, bin ich dankbar, dass wir die Turniere spielen dürfen. Weil du dankbar sagst, ist vielleicht Dankbarkeit auch was? Ich meine, ich weiß, du hattest es immer. Du bist auch sehr reflektiert und machst über viele Sachen auch Gedanken. Aber ist das was, was man rausnimmt aus dieser schwierigen Zeit des Lockdowns auch? Ja, absolut. Also ich denke, dass du da so ein bisschen die Perspektive wechseln kannst und sagen kannst, hey, jetzt haben wir auf einmal diesen Sport nicht mehr. Und dann fehlt dir auch ein bisschen was. Und dann merkst du auch erstmal, okay, was du daran so zu schätzen hast. Und jetzt die letzten Tage so einen Wettbewerb zu haben, das hat mir gefehlt. Ja? Und da werde ich jetzt, ich habe jetzt eineinhalb Wochen oder so, habe ich Zeit. Und dann werde ich mich wieder freuen. Ne? Ich werde jetzt ein bisschen Pause machen, dann nächste Woche wieder trainieren und so. Aber dann werde ich auch wieder am Ende der Woche sagen, hey, cool, jetzt ist wieder eine Turnierwoche, die da steht. Und ja, ich glaube, da kommt dann schon ein bisschen die Dankbarkeit zum Vorschein und sagen, hey, cool, dass wir das jetzt machen dürfen. Viele andere Länder, glaube ich, haben nicht so eine Spielerbasis und haben vielleicht nicht so die Organisation, die dahinter steht oder Sponsoren. Und ja, deswegen, da ist es gut, dass wir in Deutschland leben, dass wir viele gute Tennisspieler haben und dass wir die Möglichkeit haben zu spielen. Yannick, wir haben es immer gesagt, auch für die jungen Spieler, natürlich auch für die Arrivierten wie dich, es ist eine Standortbestimmung, ja, wieder zu spielen, sich im Wettkampf zu messen. Du hast 4 Matches gespielt, keinen Satz verloren, hast die erste Turnierphase hier beim TC Große Seloe souverän gewonnen. Wo stehst du? Ja, ich stehe, weiß ich nicht, das ist so schwer zu sagen. Also ich wusste vorher von meinen Trainingsleistungen, ich kann das ganz gut einschätzen, glaube ich, dass ich nach wie vor ein guter Tennisspieler bin. Die Matches haben mir auch wieder gezeigt, hey, wenn die Sachen ganz gut passen bei mir, dann bin ich einfach nach wie vor ein guter Spieler hier in München. Sowieso bei den Bedingungen bin ich immer gefährlich, würde ich sagen, weil einfach die Bedingungen mir liegen, die Höhe ein bisschen. Und die Aussagekraft von dem Turnier werden wir sehen in ein paar Wochen, wie es dann aussieht, wenn die Gruppen dann richtig vollgepackt sind mit Hochkarätern, hoffentlich. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wo ich dann stehe. Yannick, vielen, vielen Dank. Das war der Advantage Wii Players Talk für heute. Vielen Dank an Yannick Hampfmann. Danke. Wenn Sie es verfolgen wollen, auf Hashtag Advantage Wii in den sozialen Medien, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, überall können Sie es verfolgen. Und Sie können natürlich auch sehr, sehr gerne spenden und was Gutes tun für soziale Organisationen und fürs deutsche Tennis, für Tennisvereine, die wirklich in Not geraten sind und jetzt schwer dagegen ankämpfen. Machen Sie mit und einen schönen Abend wünsche ich noch.